Hallo und herzlich willkommen zurück zu Atlas Fallen und dem Beagle. Transparenzbeagle muss ich erstmal entschuldigen. Der liebe Tombola Rainer hat mich darauf aufmerksam gemacht, dass Risen überhaupt nicht von Deck 13 ist, sondern von den Machern von Gothic. Ich weiß gerade nicht, wie die heißen. Piranha Bytes meine ich. Mia Culpa, das ist, geht auf meine Kette. Ich habe es verwechselt damit, dass Deck 13 gerade an dem Reboot für Lord of the Fallen arbeitet. Es glaube auch gleichzeitig eine Neuauflage von Risen gibt und ich glaube, das ist der Punkt, warum ich es verwechselt habe. Ist aber vom Spielstil ja auch gar nicht so unähnlich, ne? Also ich glaube, man kann es mir verzeihen und ich habe es jetzt auch klargestellt. Ich bin hier schon mal hin zurückgerannt. Ich habe mit dem Dude geredet, er hat mir eine neue Aufgabe gegeben. Naja. Ich könnte die Brücke aus der Tiefe heben, aber da gibt es ein kleines Problem. Mein Gauntlet ist noch nicht stark genug, um sie anzuheben. Und die Brücke ist zu weit weg. Ich kann sie mit meiner Kraft nicht erreichen. Ach, das ist kein Problem. Ich kann dich dorthin bringen. Ich kann etwas zimmern. Ich muss erst den Gauntlet neu schmieden. Also kannst du dir Zeit lassen. Steh hier nicht einfach rum. Geh. Kümmere dich um deine Schmiederei. Ich erwarte dein nächstes Spektakel mit großer Vorfreude. Ohne Witz, Leute. Die sagen mir, ja, es ist so wichtig, dass diese Brücke gebaut wird. Und jetzt auf einmal heißt es, naja, nö. So wichtig ist das gar nicht. Lass dir ruhig Zeit. Ist okay. Mach mal erstmal deinen Handschuh fertig. Ob die da in der Wüste jetzt zurechtkommen oder nicht, scheiß drauf. Na gut. Weil ihr es seid. Ich muss noch mal ins Kampfsystem reinkommen. Irgendwie nach gestern direkt wieder vergessen. Na gut. Ich wollte auch mal gucken, ob ich irgendwie genug Geld zusammenkriege. Wow. Geht das eventuell? War das hier? Ich könnte meinen, dass das hier war. Ja, das war hier. Okay. Sprung und Slide. Oh, jetzt kann sie ja sogar zweimal. Das geht. Perfekt. Ich sehe einen Drachen in der Luft. Der reißt was. Ich habe mich beim Handschuh übrigens vertan. Also ja, es ist der gleiche Handschuh wie in Forspoken, aber ich habe mich in Forspoken vertan. Weil ich habe noch nicht in Forspoken reingeguckt. Ich meine aber, das ist die gleiche Stimme vom Handschuh. Ist das von Armberge? Gameplay-Input. Häufigkeit von ihr als... Manchmal. Manchmal ist völlig in Ordnung. Danke. Weil es geht mir um den Sack, dass er mir ständig Tipps gibt, die ich nicht brauche. Ich sehe einen Drachen in der Luft. Der reisende Händler muss in der Nähe sein. Ja, mir egal. Oh. Ruhe. Oh. Es ist die... Und jetzt habe ich es nämlich auch rausgefunden. Die Stimme von Edward Norton. Der hat den ersten Hulk gespielt, meine ich. Daher erkennt man diese Stimme. Also wahrhaftig kein... Oh! Unbekannter. Wir geben echt wenig Punkte. Ui. Ja, warte mal, wie komme ich denn jetzt? Ah. Da hinten. Warte mal, was ist das hier eigentlich? Kann ich damit irgendwas machen? Nö. Sieht nur einfach schick aus. So, ich muss zu der Mutter. Aber die ist doch eine Händlerin, ne? Was willst du für eine neue Rüstung haben? Vielleicht möchtest du ja etwas von mir kaufen? Ja, mal gucken.
Boah, 1500. Ich hab grad mal das zu verkaufen. Ich komme wieder, wenn ich genug Geld habe. Warum hat Telos nur diese Phantome befehlt? Weiß ich doch nicht. I don't care. Im Moment noch zumindest. Guten Tag, ich habe schlechte Neuigkeiten. Ich habe ihn gefunden. Du hast ihn gefunden? Wo ist er? Was ist mit ihm passiert? Die geht hier nicht weg, wenn... Es tut mir leid. Er ist tot. Ein Phantom muss ihn in der Nähe des Wachturms verwundet haben. Er hat sich in eine Höhle geflüchtet, aber es war zu spät. Ich habe dieses Amulett bei ihm gefunden. Hier. Läufer, nein. Ich habe dir gesagt, du sollst hier bleiben und das Dorf nicht verlassen. Du hast mich verlassen. Für was? Ich bin dankbar für das, was du getan hast. Für deine Ehrlichkeit, aber... Nimm das. Es erinnert mich nur an ihn. Ich werde diesen Ort verlassen. Er hat mir genug Kummer bereitet. Oh je. Das tut mir jetzt echt leid für die gute Frau. Ich habe doch irgendwo hier auch noch eine Quest. Ah, oh, warte mal. Ein Stück des Gauntlets gefunden, mit dem du solltest dich in der nahe Siedlung mit Arif treffen, sobald der Gauntlet neu geschmiedet ist, um weitere Schritte zu planen. Aha. Nee, ich gehe erst in die Mine. Ich will erst die Mine kennenlernen, wenn ich ehrlich bin. Danke, dass du den Splitter entfernt hast. Ja, ja, ja. Jetzt sollten wir vor weiteren Angriffen sichern. Cool, ne? Also mach mal. Nee, mach mal. Genau das, was ich nicht machen wollte, ey. So, da hinten bin ich. Also immer geradeaus, ja? Okay. Dann immer geradeaus. Auch wenn ich hier nicht viel sehe, aber immer geradeaus. Ah, ich will das haben, was da leuchtet. Ah, das ist geil. Gibt Kohle. Weil ich habe die Hoffnung, dass ich in den Minen genug Kohle zusammenkriege. Na du? Ich hab Bock, dich platt zu machen. Er auch. Gewusel, ey. Au, du Penner. Ey, komm, ihr kleinen Barbus, ne? Ich komm zu gar nichts. Ich komm zu nichts. Nicht so das, was ich wollte, aber... Weich doch aus, du dämliche Schnepfe. Du dämliche Schnepfe, weich bitte aus! Oder?
gerne. Gehen, gehen, gehen. Nein! Sandsturm, Skorpion, hör auf! Einer ist down. Alter. Geh doch mal, bitte. Das hat jetzt nicht so gut geklappt. Yes! Er hat beide Sachen verloren. Und jetzt mit dem Hammer drauf. Sehr cool. Das hat sich mal gelohnt. Nur mal gucken, wie ich wieder in Leben komme. Nee, ich möchte zur Karte. Wie jetzt? Das ist da hinten. Erst war es da vorne, jetzt ist es da hinten. Weird. Ist ja nicht so, als wäre ich nicht dahin gereist. Hey, Baumlos, ich muss mich mal platt machen, um Heilung zu kriegen. Aua. So viel zum Thema mit der Heilung. Bleib von mir aus. Alter, ihr frechen Viecher. Was ist das denn? So nämlich. Schlange. Mittlerweile hat die gar nicht mehr so tolle Items, muss man einfach mal sagen. Feind ist fast am Boden. Zerschmettere ihn. Habe ich getan. Da ist zwar ein Amboss, aber das ist nicht die richtige Richtung mit der Mine. Oh, stopp. Du solltest mit unseren... Er spricht nicht viel, ne? Gut. Wo ist denn euer Anführer? Hier nicht. Oh Gott, oh Gott, oh hi. Endlich. Mehr Leute. Du kannst dort unten anfangen. Alter, dafür bin ich nicht hier, du Arsch. Wo ist denn euer Anführer? Das hole ich mir. Aber wo muss ich hin, Leute? Ich sehe einen Drachen in der Luft. Ach, halt die Schnauze. Der reisende Händler muss in der Nähe sein. Was? Ich bin doch genau hier.
Warte, was? Ich find's irgendwie gerade ein bisschen nervig, dass ich's nicht sehen kann. Sie sehen noch gut aus und sind klein genug, um... Sei gegrüßt. Ich wurde von Rast und Sporn mit Neuigkeiten geschickt. Die andere Mine ist frei. Das Phantom ist nur noch Wüstensand. Ich habe es besiegt. Das ist ja unglaublich. Ich werde jemanden schicken, sobald wir hier fertig sind. Sonst noch was? Warum besitzt ihr zwei Minen? In der Höhle ist die alte Mine. Als der Nebel auftauchte, haben wir sie verlassen und sind zur neuen gezogen. Die ihr dann auch aufgegeben habt? Wir brauchen die Essenz nicht. Was braucht ihr dann von der anderen Mine? Material, Nägel, Werkzeuge. Das Übliche. Ich kann uns einen Weg hier raus freimachen. Das ist gut. Das wird uns sehr helfen. Jetzt brauchen wir nur noch eine Transportmöglichkeit. Ich werde mich auf den Weg machen. Wiedersehen. Das war jetzt sehr Ich bezweifle, dass wir noch mehr Essenz aus dieser Mine gewinnen können. Sie wird bald erschöpft sein. Es war klar, dass das eines Tages passieren würde. Ich hatte gehofft, es würde nicht zu meinen Lebzeiten geschehen, aber jetzt ist es soweit. Seit Generationen wird hier Essenz abgebaut. Das ganze Land ist durchlöchert wie ein Käse. Aber keine Mine ist für die Ewigkeit. Und die Zeit dieser endet jetzt. Ich kann nicht umhin, mich zu fragen, warum wir das tun. Warum unsere Vorfahren es taten und wir es immer noch tun. Alles für Telos. Alles für Litesta. Alles für das Gotteswesen auf dem Thron. Wird irgendein Namenloser für die Mühen, die wir ertragen haben, in die Geschichte eingehen? Er nicht. So. Ich habe die besten Waren aus der ganzen Welt. Vielleicht möchtest du ja etwas von mir kaufen. Oh, das hat mir fast gar nichts gebracht. Und wenn ich meine verkaufe, also meine Rüstung... Oder geht das gar nicht? Ich würde so gern diese verdammte Rüstung haben. Ich rede jetzt erstmal mit dem Typen da hinten. Alle unsere Wege zur Hauptstadt sind abgeschnitten. Ach scheiße, da komme ich nicht hoch. Es wird dich freuen zu hören, dass ich schon dabei bin, den Gauntlet neu zu schmieden. Und er ist nicht explodiert. Bist du dir sicher? Denn das Ding sieht immer noch nicht gesichert aus. Ganz und gar nicht. Wenn ich Bastengar erreichen kann, wie weit ist es dann noch bis zur Hauptstadt? Du willst nach Litesta? Von Bastengar aus ist das ganz einfach. Das heißt, wenn du es überhaupt nach Bastengar schaffst. Außerdem, ich habe nachgedacht. Es gibt wahrscheinlich ein Stück von dem Ding in der Burg westlich von hier. Es könnte sich lohnen, nachzusehen. Danke, ich werde es mir ansehen. Okay. Karte sagt, ich habe hier noch eine Dings. Wo ist die Hauptquest? Da hinten. Wie soll ich denn da hinten hinkommen? Ich weiß gar nicht, ob ich hier rüberkomme. Weil ich kann zweimal gleiten, also könnte schon sein, dass das geht. Aber ich mache jetzt Schnellreise. Alle unsere Wege zu Hauptstadt. Ja, ja. Ich habe ganz sicher etwas, das du brauchst. Hast du? Ich habe das Geld dafür aber nicht. Einmal Spiel speichern. Ja, ja. Und jetzt wieder Schnellreise. Und zwar
Ja, dahin. Mal gucken, ob das geht. So. Niemals geht das. Oh nein! Also wäre ich später abgesprungen, dann... Ob das so geplant war, weiß ich nicht. Wer bist denn du? Bist du ein Geist? Ein Zauberer? Woher kommst du? Magic. Ich trage diesen Gauntlet der Macht. Ich bin hierher gekommen, um etwas zu holen. Was tust du hier? So viele Brücken stürzten ein, als der Wächter seine Wut wieder auf dieses Land richtete. Aha. Ich hätte dich nicht für einen Poeten gehalten. Du selbst siehst auch nicht wie ein Zauberer aus. Aber Zauberer, wenn du nach magischen Dingen Zauberin. Suchst, solltest du es im unterirdischen Teil der Ruinen versuchen. Das ist sehr hilfreich. Danke, Dichter. Unterirdisch? Vielleicht müssen wir dorthin gehen. Wir sollten nach einem Weg nach unten suchen. No shit, Sherlock, Handschuh. No shit, Sherlock. Jetzt was genau gebracht? Sollte mir das nicht immer irgendwas bringen? Ich meine, abseits von gar nichts. Nein, nein, nein. Na gut, wir sliden dann noch mal ein bisschen hin. Was ist denn generell hier? Greifen bringt nichts. Wir müssen die Körperteile anwiesen. Ja, das weiß ich doch. Also, manchmal ist Handschuh aber auch der No Shit Sherlock-Mensch, ne? Okay, und was ist noch hier? Burgruine Erdgeschoss. Okay. Da ist etwas in der Nähe. Ich kann es spüren. Meinst du das hier? Das solltest du auch. Ja. Das große Stück muss ganz in der Nähe sein. Ah, okay. Aua. Nein, danke. Da habe ich keinen Bock drauf. Sorry. Der kostet mich immer so viel Zeit. Auch wenn er ziemlich geile Sachen dabei hat. Aber mein Leben ist wieder mal nicht so pralle gefüllt. So, und warum konnte ich das jetzt bitte machen? Außer für gar nichts?
Was mache ich denn hier? So ein Amboss wäre jetzt ziemlich cool. Immer das Falsche. Ich habe genug für die Rüstung. Wenn ich jetzt einen Amboss finde, mache ich eine Schnellreise. Es muss ein Amboss in der Nähe sein. Dankeschön. Der Gauntlet fühlt ihn. Ja, ich fühle ihn aber nicht. Hey, du, da drin ist es gefährlich. Ja, das kann Komm sein. Hier rüber. Sofort. Wo soll denn hier ein scheiß Amboss sein? Ich will einen Amboss. Das kann doch nicht sein. Wo soll denn dieser Amboss sein? Ist der irgendwo hier oder was? Wo soll denn dieser beschissene Amboss sein? Aha, dafür ist dieser einfach nicht zu gebrauchen, ja? Diese Figuren, sie sind so königlich. Das müssen die Ritter von Bastengar sein. Diese Burg muss eine ziemlich große Festung gewesen sein, bevor sie eingeebnet wurde. Ist das der Ort, den du mir in deiner Vision gezeigt hast? Dort am Amboss? Ja, ich glaube schon. Es war die größte Burg der Ritter. Bevor Telos kam. Und sie wurden mit ziemlicher Sicherheit ausgerottet. Okay, aber trotzdem muss ich diesen scheiß Amboss finden. Ich meine ja nur, ja. Er sagt, ein Amboss ist hier ganz in der Nähe. Ja, aber wo? Hier nicht. Ah, hier ist einfach nirgendwo ein Amboss. Das kotzt mich gerade an mit dem Amboss. Das haben sie super beschissen gelöst gerade. Ist der vielleicht hier oben? Natürlich nicht. Warum sollte er auch? Ist er vielleicht da hinten? Kann es sein? Oder ist es nur eine Truhe? Es ist nur eine Truhe. Ach so, also ist die Truhe näher als der Amboss. Wollt ihr mich verarschen? Nutzen wir sie für uns. Wo noch? Ach, ganz da oben. Ganz da oben, wie wollte ich, soll ich das denn bitte machen? Achso, von hier aus, okay. Ach komm, ist okay.
Schön, dass ich jetzt alles quasi gefunden habe. Ach komm, das ist doch nicht wahr. Oh, komm Leute, das ist doch jetzt echt Verarsche. Das sind Momente, wo ich mir sage, was haben sie sich bei dem beschissenen Gameplay gedacht? Nein, jetzt greif doch an, dämliche Ziege! Wie soll ich sonst lösen? Wie? Erklärt's mir, ha? Huh? So offensichtlich nicht. So offensichtlich nicht! Wisst ihr was, Leute? Ich mache hier einen Cut rein. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Haut rein.